Hallo, willkommen zurück, die Dörpionen-Knorker. Weiter geht es mit System Shock 2. Ich habe es ja am Anfang schon erwähnt, aber ihr wisst ja, es gab es vor kurzem im Summer Sale bei Steam. Auch jetzt, ich denke mal, für, was kostet 10 Euro, denke ich mal, ist ein fairer Preis für einer wirklich der besten Spiele also dieses Genres. Ich meine, Bioshock, ich würde auch sagen, sowas wie Borderlands im Prinzip, ja, haben ihre Inspiration hier von den alten System Shock, von der alten System Shock-Reihe. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere von euch noch schon mal den ersten Teil gespielt hat. Ist möglich auf dem modernen System mit, ja, DOSBox kann man tatsächlich das alte Spiel noch spielen. Gibt auch Mods, mit, damit man eine vernünftige Steuerung hat, weil die Steuerung war damals wirklich sehr, also ja für heutige Verhältnisse, sehr gewöhnungsbedürftig. Aber die Atmosphäre ist, ich würde sogar fast sagen, noch besser eigentlich als System Shock 2, wenn man den Umständen und der Zeit entsprechend natürlich die ja, technischen Widrigkeiten betrachtet. Naja, aber ich will nicht länger quatschen hier, es geht weiter. Wir gehen Richtung Engineering Control. Ich weiß nicht mehr, wie sie auf Deutsch gerade gesagt haben. Ihr wisst ja, ich benutze hier ein paar Texturen-Mods, um die ja hier eine schönere, höhere Auflösung für die Texturen. Ursprüngliches Spiel war ja tatsächlich auf das hier. Objekte fallen gelassen. What? Oh, Energie ist alle. Schade. Okay, jetzt legen wir die hier an. So, Schutzanzug. Danke. Beim ursprünglichen Spiel hat sich, soweit ich habe es gelesen, ein Rechenfehler eingeschlichen bei der Programmierung. Und zwar, dadurch wurden die Texturen, die Polygone irgendwie runter, also sehr, sehr niedrig nur berechnet. Dadurch sahen die Texturen noch pixeliger aus, als sie eigentlich hätten aussehen sollen. Aber, ja, ich mache erstmal wieder ein bisschen hier Wendigkeit an. So. Danke. Wendigkeit aktiviert. Und dann auf Kryokinese. Gut. Auf die Tür. Ah! Ja! Ja! Oh Mann, der rennt mir da einfach entgegen, ey. So. Langsamer laufen. Leichen, Werkzeug, sehr schön. Oh Mann. Na, na, oh, da! Knorker, schau, wo du hinläufst. Na, oh, crap. Potenzielle Bedrohung. Potenzielle Bedrohung beendet. Nein, beendet. Aber das Ding schieße ich jetzt ab. Na, ich hack mal rein. Moment. Dum, 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 dum. Jupp, so. Hack. Start. Also. Überwachungssystem deaktiviert. Ja, geh doch. Hier spricht Xerxes. Aufgrund der derzeit herrschenden Verwirrung wird es morgen um 0900 eine schiffsweite Volkszählung geben. Eine Volkszählung. Alle Besatzungsmitglieder sollen sich zu diesem Zeitpunkt im Freizeitbereich von Deck 5 einfinden. Aha. Okay, Engineering Control Cargo Bay. Aha. Okay. Ja, eigentlich wollte ich ja noch eher, wie soll ich sagen, paar Cybermodule mal verbrauchen, mal einsetzen. Hier gibt es wahrscheinlich mal gar nichts. Höchstens da, aber er wird wirklich angezeigt, oder? Nee. Oh, crap. Na gut. Na, lass mich. Nein, nicht M. Weg. So. Korridor verlassen. Von nach unten. Oh, Hauptstrom trocken aus.
Okay. Objekte fallen gelassen. Ah. Ja, gut. Dann schmeiß mal doch mal von den Flaschen weg. Komm, weg mit dem scheiß Schnaps hier. wo ist jetzt die Pistole? Wo ist die? Ah, da hinten. Ah! Na, die weichen aus. Unglaublich. Ah, hey. Na, oh, der hat mich noch getroffen. Nein. Blöder Hybrid. Ja, was ich doch noch erwähnen wollte. Na, weg mit dem Schnaps hier. Und zwar, tatsächlich sehen die Hybriden noch ein bisschen anders aus. Und zwar, diejenigen von euch, die das Originalspiel spielten, denen wird es wahrscheinlich aufgefallen sein. Okay, 4, geht's runter. Sicherheit, whatever das ist, ja, geh mal. Wir gehen mal durch. Da ist noch eine Sicherheits-Cargo-Base und da ist, glaube ich, vielleicht könnte da auch tatsächlich, yay, sehr schön. Was ist das? Ah. Ah, okay, also hier müssen wir nachher aufpassen. Okay, die Kamera da oben. Noch näher ran. Okay, müssen wir schießen. Dumm, so. Ja. Ja, Psi ist niedrig. Okay, dann haben wir doch mal die ganz gute alte Schraubzwinge. Ah! Crap! Naua! Weh, hör auf! Und jetzt komm her! Na! Jetzt aber! Zack! Also. So. Lang die Zeit noch? Ja, lang noch. Und letztes Mal dann mit einem Schuss. So. Noch einmal. Gut. Rest mit dem Schuss. Ah, noch mehr. Irgendwas wurde deaktiviert. Ah, Wendigkeit, ja. Okay, Wendigkeit. Mal wieder anmachen. Mal ein bisschen Psi aufladen. So. Wendigkeit. Jetzt. Gut. Jo, alles klar. Und wieder auf Kryokinese zurück. Ist da noch was drin? Oh, was ist das hier? Eine tragbare Batterie. Praktisch, praktisch. Oh, da ist nochmal einer. Ah, haben noch Zeit. Okay, so, komm her. Klopp. Ich könnte noch hacken. Was kostet das Hacken? Ah, brauche ich. Geht dann nicht, stimmt ja. Okay, also. Erinnerung an mich selber. Bei nächster Möglichkeit bitte die ganze. Oh, hier ist ein Command Control. Ey, da wollte ich gar nicht hin. Zurück, bitte. Oh, danke. Hier rein. Zugang erfordert. Oh. Nein! Na, ah, komm her. Na, ah, soll's doch endlich. Nein! Na. Okay, na, was als. Ah! Sicherheitscode, na, also, geh doch. Komm wieder. So, einschalten. Moment. Wellenmanipulation. So. Und jetzt. Hack dir ein. Was haben wir da? 45%, ne? Ja, 2 Abwehrknoten, na. Ja, schon mal nichts gewesen. Ah. Na. Oh. Das war jetzt ein bisschen Risiko, ne, dass ich halt hier tatsächlich diese. Ah, ja, ja, sehr schön. Diesen geschützten Knoten
verwendet hatte. Da knurrt wieder einer rum. Okay. Werde ich suchen? Ey, jetzt haben wir schön viele. Bronson! Aufgrund der jetzt ausgebrochenen Krise habe ich angeordnet, dass an wichtigen Stellen Automatikkanonen angebracht werden. Gestern feuerte einer aus Versehen und verletzte Raummatrose Wells schwer. Es sieht aus, als ob jemand in den Überwachungssystemen von Xerxes herumgefuscht hätte. Denn meine Techniker können sie nicht deaktivieren. Bis wir dies gelöst haben, werden auf meinen Befehl hin alle Automatikkanonen wieder ins Lager gebracht. Aber ich kann das Team nicht erreichen, das die Kanonen einsammeln soll. Ja, das war ein Pech aber auch. Was haben wir hier? Leichte Kampfanzug, ja, mein Hammer ist schon. Offenbar geht er auch nicht kaputt, ne? Okay, Weapon und sie nur zwei hier. Na gut, machen wir mal Weapon, Standard auf 3, so. Danke. Und Psi. Das ist natürlich doof. Ich meine Stärke, ja, schön gut, aber Sicherheitsschild. Ja, den lasse ich lieber mal. Mal gehe ich wieder zurück. Ah, das ist so eine Heilbare, die man aktivieren kann. Okay, dann raus hier. Tür auf. Na. Oh, okay, Nahkampf. Tötet mich! Na, du schießt unter. Aus so nahen Entfernung. Das nervt echt. Diese Schrotflintenhybriden sind nervig. Ein Punkt, hey. Nee. Okay, Serum. Wo ist mein... Nein. Oh, Mist, ich habe mein Medikit auswendig verbraucht. Ah, scheiße. Na gut. Okay, eine Serumspritze. So. Und los geht's. Auf die Tür. Wir müssen mal hier in Command Control. Ja, Wachstation Kernkontrolle. Ich glaube, wir müssen da irgendwie runter. Also Command Control. Muss ich eigentlich nicht. Ja. Oh! Okay. Ah. Selbstzerstörungs. Droiden. Ja, da habe ich relativ wenig Schaden genommen. Das gehen wir nach oben. Tschüss! Weh, die kommen hinterher. Kommt nicht hinterher. Gut. Ja. Ja, ja, bla bla. So. Mein Gott, holt mich hier raus! Ich habe dem Schloss dieses Raums einen neuen Code gegeben. Vielleicht hält sie das auf. Ich gehe zu Frachthalle 2. Sucht mich da! Frachthalle 2. Okay, Cargo Bay 2. Dann muss ich wieder runter. Okay. Wir haben scheißblöden... So. Ah, noch ein. Oh! Unglaublich. Hat er nochmal wirklich 3 Schläge eingesteckt. Okay, Cargo Bay 2. Ne, Cargo Bay hier. Cargo Bay, so. Okay, nein. 2, ja, 2. Keine Ahnung. Bulkhead. Control. Komisch. Security.
Hier irgendwo den Code hier finden. Ich bin noch am... Flusstunnel, Backbordgondel, Wachstation, Nebenkarte, unterer Bereich. Vielleicht hier die 4? Nee, nee, da waren wir ja gerade eben. Oh man, wie viel kommen denn da von den scheiß Viechern noch, ey? Ist nicht unser Mutter. Nervig, ja, ganz schön hier, echt, ey. So. Oh. Ja. Ah! Zu uns. Nochmal, und jetzt. Tschüss. Oh, die respawnen hier die ganze Zeit, die Drecksviecher. Ah. Die Kamera, die ich beinahe übersehen. Okay, Cargo Bay. Fuck you, Cargo Bay. Echt, das kann nicht wahr sein. Cargo Base. Ah, hier. Sag mir. So. Ich weiß nicht, was mir mehr Angst macht. Die Hybriden mit ihren Bleirohren und Schrotflinten, die wild gewordenen Automatikkanonen oder unsere angeblichen Alliierten. Ich vertraue diesen UNN-Typen nicht. Ich muss Sänger finden. Sie kennt den Zugangscode für die Flusskontrolle. Ich gehe jetzt zu Frachthalle 2, um sie zu suchen. Ja, Bulkhead. Na gut, gehen wir mal darüber. Was soll's. Shuttle Bay. Frachthalle 2, ja. Shuttle Bay. Muss wahrscheinlich hier irgendwo sein. Was ist los? Oh, Balls. Vertraust du mich den Gefühlen des Fleisches? Mit den Gefühlen des Fleisches? Unsere Bioformen wollen sich mit deiner vereinen. Wir heißen dich in unserer Masse willkommen. Aber du bist uns ein Rätsel. Warum dienst du unserer Mutter? Dienst du unserer Mutter? Okay. Ja, so ein bisschen... Wie kannst du kaltes Metall... der Schönheit des Fleisches vorziehen? Nacktes Fleisch. Aber du fürchtest uns. Wir hören deine Gedanken. Du bist voller Zorn über den Tod deiner Brüder. Ja. Aber sie sind nicht tot. Sie singen in unserer Lebenssymphonie. Wir bieten dir erneut die Möglichkeit, dich uns anzuschließen. Aber wenn du dich mit der Maschine einlässt, werden wir dich zerfetzen und dich von der Freude, der Masse getrennt halten. Okay, was? Oh. Was ein Trip, hey? Erinnert mich ein bisschen an diese Endlevel von Half-Life. Oh, Affenscheiße. Ah, lass mich. Nein. Aua. Ach, falsch. Oh, damn it. Oh man. Okay. Unerforscht. Okay, sind alle meine beiden Dinger leer. So. So, weg damit. Na. Aua. Ich muss sagen, Sie haben einen guten Geschmack. Ja, hab ich, ja, danke. Ah. Oh Mann. Die machen es uns nicht leicht, was? Ich vermisse dich. Ich weiß, es ist albern, aber so ist es nun mal.
Ich werde mich eine Stunde lang in Selbstmitleid wälzen und dir dann wieder schreiben. Typisch. Ich muss 67 Billionen Meilen weit reisen, um einen Mann zu treffen. Sobald du auf die von Braun versetzt wirst, wird alles besser werden. Mir wird es besser gehen, das verspreche ich. Verdammt, da kommt jemand. Ich zähle die Sekunden. Kippen. Schnaps. Noch mehr Schnaps. Ja, okay. Was, man, ja, also jetzt könnte ich doch so eine Heilungsbare gebrauchen. Was ist das hier? Überwelt 0. Hey, cool. Sweet. So. Gut. Installiert. Sehr schön. Ich habe immer noch so wenig Energie im Leben. Von daher. Bla. Okay, alles klar. Ich würde sagen, jo, machen wir eine Pause wieder mal. Danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Euer Knorker. Bye, 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 bye,